Wir wollen sehen, wie sich das Auto mit wenig Sprit fährt. Unterbiete die vorgegebene Zeit, ohne Kerz einzusetzen. Wir haben noch nicht alle gewünschten Informationen. Die Session dauert aber noch lange genug, um weiter zu testen. Unterbiete die vorgegebene Zeit, ohne Kerz einzusetzen. Speed ist gut. Mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Du scheinst eine Menge Zeit in Sektor 3 zu verlieren.
Du musst in den nächsten Runden an die Box kommen. Damit können wir das Auto einen großen Schritt vorwärts bringen. Gut gemacht. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit.
ein achtbarer 12. Platz. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Das Auto ist fertig. Los geht's. Noch 3 Minuten. Noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Nur noch 1 Minute. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session.
zu. Du hast Q2 erreicht. Auf geht's! Fünfte Startposition.
nicht in Q3. Gib dein Bestes. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Du bist auf Platz 13 zurückgefallen. Auf der Strecke ist kaum was los. Jede Menge Platz. Noch 5 Minuten in dieser Session. Du liegst hinter den Top 10. Du musst nochmal auf die Strecke. Wir sind bereit. Du bist aus den Top 10 gefallen. Du musst nochmal auf die Strecke. Noch 3 Minuten.
jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Das bedeutet momentan Startreihe 7, 13. Platz. Noch eine Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Leider wird das neue Teil nicht rechtzeitig zu diesem Rennen fertig. Die Jungs wollen es noch weiter überarbeiten. Im übernächsten Rennen solltest du es dann nutzen können.
hätten eigentlich einen besseren Startplatz erwartet. Mach nach Möglichkeit gleich in der ersten Runde Plätze gut. Pushing.
Sie nicht länger von ihm aufhalten. Zieh vorbei. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Dies ist deine letzte Chance, die Strafe anzutreten. Komm in dieser Runde durch die Boxengasse, oder du wirst disqualifiziert. We'll be right back.
den Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Er versucht, die Lücke zu schließen. Beträgt gerade mal 2 Sekunden. Reifenwechsel kommt.
liegt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Button ist der nächste. Nur 5 Sekunden vor dir. Dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Auto vor dir liegen etwa 4 Sekunden. Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich.
Noch ein Stopp. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Schneller als das Auto vor uns. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Fährt zwei Plätze vor dir. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Einen längeren Stint. Ford India hat ihm die Herzengummis gegeben. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. We'll be right back.
fantastisches Tempo. Weiter so. Thank you.
Reifensatz holen. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Runden. Das magere Benzingemisch. Mageres Benzin. Gemisch 1. Sich auf. Eine Sekunde pro Runde. Ist direkt hinter dir. Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Grosjean wird bald an die Box kommen. Schätzungsweise in den nächsten fünf Runden. Dein Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. We'll be right back.
glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Nico ist an der Box. Thank you.
Frontflügel ganz schön ramponiert. Wenn du willst, kannst du zum Reparieren reinkommen. Reifen unterwegs. Du bist also im Vorteil. Dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl.
Sekunden Rückstand auf seinen Vordermann. 3 Sekunden. Hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Vermutlich zum Überholen an. Thank you.
pro Runde 3 Sekunden auf dich. Bau deinen Vorsprung weiter auf. Zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Deinen Vorsprung auf Perez in jeder Runde um 1 Sekunde aus. 1 Sekunde. Vordermann liegen zurzeit gerade mal 7 Sekunden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Dein Hintermann hat viel neuere Reifen drauf als du. Wir müssen die Rundenzeiten im Auge behalten. Du bist viel schneller in Sektor 1. Vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst.
Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit 7 Sekunden. Weiter, du hast 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Momentan etwa 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Versuch die Lücke zu verkleinern.
Posten ist auffällig. Die Raptor ist der nächste. 5 Sekunden voraus. We'll be right back.
Zeiten sehen gut aus. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Flaggen in Sektor 3. Gelbphase in Sektor 3. Acht auf Trümmerteile. Die Unfallstelle in Sektor 3 ist wieder geräumt. Rennbedingungen in Sektor 3. Dein Vordermann ist 7 Sekunden vor dir. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr.
die weicheren Reifen gegeben. Vernier jetzt auf den weichen Reifen. Zu deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. We'll be right back.
Rückstand von 15 Sekunden auf das nächste Auto. Pro Runde etwa 2 Sekunden auf Perez.
etwa eine Sekunde pro Runde auf Ricardo auf. Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Hat dein Vordermann einen Reifenschaden. Reifenschaden beim Vordermann. Thank you.
und dem Auto vor dir liegen 15 Sekunden. Sekunde pro Runde ab. Weiter so. Zeitstrafe erhalten. Die Zeit wird am Ende der Session addiert. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Das ist vermutlich unsere Endplatzierung am heutigen Tag. Geh keine Risiken mehr ein und fahr unfallfrei ins Ziel. Von Werni eingeholt. Er ist 3 Sekunden schneller unterwegs als du. Du musst zulegen. Thank you.
Thank you.